Also ich bin Eiri und du bist er. Genau. Unsere Familie besteht aus 3 erwachsenen Frauen. Darf ich fragen, wie viele Geschlechter, glauben Sie, gibt es? Mehr als 2. Es gibt ja auch schon Formen von Trigender, also dass du mindestens sagst, du bist 3 geschlechtlich. Würdest du jemanden canceln, der quasi dagegen ist? Ja. Safe? Period. Free time. Boom, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Type und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel. Ihr seht, wo wir sind. Es ist unschwer zu erkennen. Wir sind in der Domstadt. Wir sind in Köln. Der Anlass dafür ist der Cologne Pride Day in Köln. Ab heute fängt es an und ich dachte mir, was wäre ich denn für ein nicht sozialer Mensch, wenn ich nicht hier einmal vorbeischauen würde? Ihr wisst, in den letzten Wochen habe ich mir viel ertragen müssen. Ich bin homophob, ich bin frauenfeindlich. Deswegen dachte ich mir, wo, wenn nicht hier, um meinen Ruf zu klären? Wir fragen die Leute, gerade die, die sich ein bisschen mit LGBTQ identifizieren, wofür für die eigentlich stehen, was ihre Vorlieben sind, was ihre Pronomen sind und gucken einfach mal, weil ich auch eine sehr Kanaken-Fanbase habe, muss man leider sagen, vielleicht werden wir ja Freunde von denen, man weiß es ja nicht. Nochmal ganz kurz ein Disclaimer, ich habe nichts gegen die Leute, ich liebe alle, also damit wir einmal das von der Schulter hätten. Wie gesagt, bevor das Video anfängt, ganz wichtig, lasst ein Like da, schreibt was Schönes in die Kommentare und abonniert den Channel. Real Life Content kommt in den nächsten Tagen, Wochen öfter, wir gehen auf Rolling Loud, ich bin auf Malle, mehr gibt's auch nicht zu sagen, außer Shoutout an meine Brothers Next Up Clothing für die unglaubliche Zusendung dieses Shirts. Ich habe was entdeckt. Keine Ahnung, wer das war. Aber jetzt können wir anfangen. So, Freunde, die erste Sache, die wir schon sehen. Köln ist sehr Multikulti, ist ja auch kein Geheimnis. Wir sehen, hier ist jede Flagge. Der Bruder da hinten malt schon ganz fleißig weiter. Wo bin ich hier, Salame? Jede Flagge auf dem Boden, außer die Türkei-Flagge. Die gehört nämlich nicht auf den Boden, sondern in den Himmel. Merkt euch das. Anlass des heutigen Tags habe ich mich auch verkleidet. Der Bräutigam hier neben mir, erstmal Glückwunsch an den Bruder. Heiratet demnächst, deswegen dachte ich, wir machen kurz Outfit-Check. Und er will mir eine ganz wichtige Frage stellen. Ja, wie stehst du zu LGBTQ? Also ich finde das super, wirklich jeder sollte einfach das Leben sich identifizieren, als was er will. Ich finde die Message dahinter super und wie man auch sieht, ich bin Teil. Ich bin froh, dass der Pride Month angefangen hat und yeah, let's rock it. Aber wie stehst du denn zu LGBTQ? Genauso wie du. Man sieht, du hast dich heute passend dazu angezogen, Bruder. Ich kann nur eins sagen, Respekt an. Dankeschön. So, Freunde, wir haben die Location jetzt geswitcht. Wir sind am Hotspot angelangt. Wir haben ja auch wirklich, man muss ehrlich sagen, die sind sehr lieb, Drehgenehmigung bekommen, dass wir hier filmen dürfen. Ihr seht hinter uns die ganzen LGBTQ-Flaggen, viele verschiedene Souvenirs, viele Anhänger von denen. Die sind ja auch alle echt wirklich mega lieb. Wir gucken mal, was wir jetzt hier so machen. So, ich bin hier mit dem lieben Sam. Was sind deine Pronomen, wenn ich fragen darf? Er. Okay, schön, dich kennenzulernen. Hi. Hi. Kann man die sich frei selber auswählen, wie man jetzt genannt werden kann? Weil ich habe schon immer den Spitznamen in meinem Leben Eiri gehabt. Und kann ich da quasi auch Eiri als mein Pronomen nehmen? Wenn du das Pronomen für dich toll findest, warum nicht? Ja, also da gibt es keine bestimmte Regelung, wie das Pronomen jetzt zu sagen. Nein, also bei dem Pronomen gibt es halt viele Möglichkeiten. Ja? Du suchst dein Pronomen für dich halt aus, wo du sagst, damit fühle ich mich in meinem Geschlecht wohl. Krass. Also ich bin Eiri und du bist er. Genau. Wir haben die nächsten gefunden, Freunde. Wir sind hier mit Julia. Julia, hi. Elena. Hallo. Was sind eure Pronomen? Sie, ihr. Sie, ihr, interessant. Sie, ihr. Meine Pronomen sind jetzt A und Ri. Deswegen freut mich, euch kennenzulernen. Meine Frage ist für euch, wofür steht LGBTQ? Also was ist LGBTQ? Wir machen ja sowieso auch Aufklärungsarbeit, weil wir auch eine Regenbogenfamilie sind. Hm? Mit Kindern, mit mehr Erwachsenen, als man in den Normen so kennt, sage ich mal. Ah, also mehrere Elternteile? Genau, genau, wir sind auch mehrere Elternteile. Ah, okay. Wir sind eine Polyfamilie. Ah, was genau heißt das? Poly heißt, wir sind in unserem Fall, also unsere Familie besteht aus 3 erwachsenen Frauen, die miteinander leben und lieben und Kinder großziehen. Und zusammen. Wir haben 3 Kinder und hier sind mal 4. Oh, okay, okay. Ich brauche keinen Mutter, Vater, um Kinder großzuziehen. Ja, und das Wichtigste ist, dass die Kinder sich geliebt fühlen, dass sie wissen, dass sie hier ihren Safe Space haben bei uns und dass sie wissen, wer sind ihre Bezugspersonen und das haben sie bei uns und das ist halt viel wichtiger als Blutsverwandtschaft. Ja. Ich sage immer, Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, Familie halt schon. Du hast geredet wie ein Löwe, wallah. Aber sagt die dann, sagen die dann auch Mama, Mama, Mama oder Mama, Papa? Oder wie läuft das ab? Mama, Mami und Mamina. Die Mamina, genau. Ah, du bist die Mamina? Ja. Du bist die? Mama. Mama, okay. Und Mami ist zu Hause. Mami ist zu Hause und betreut die Kinder. Ah, okay, cool. Also im Groben, letzter Satz quasi dann. LGBTQ steht für Akzeptanz, wurde gerade sehr oft quasi verdeutlicht. Und Vielfalt, richtig, das wollte ich sagen. Es gibt so einen ganz deutschen Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich betäube meine Sinne. So,
So, Freunde, ich muss sagen, bis jetzt wirklich, die Menschen sind so unglaublich lieb zu mir. Also tausendmal lieber als mein Chat. Ne? Ihr wisst ganz genau, wie bitter die gemeint sind. Wie die eine drei Mütter hat, ich weiß auch nicht, wie ihr Kind passieren konnte. Aber ihr wisst ganz genau, ich habe hier keine bösen Intentionen. Ich mache das wirklich alles rein informativ. Und ich hoffe, dass ich auch euch das ein bisschen näher beibringen kann. Ja, das Ganze hier. Deswegen gucken wir weiter, wir interviewen weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Take. Darf ich hier ein Bild machen? Klar. Kostet das Geld? Nee. Ja, okay. Warum mache ich das? Amnesty. Dankeschön. Für den nächsten Hate. Ihr habt gesehen, ich bin nicht homophob. Ich bin in keinster Weise irgendwie frauenfeindlich. Ich fühle mich hier wohl, wirklich. Ich fühle mich hier wohl. Können Sie uns erklären, was das hier ist? Vera Jugendtreff heißt im Grunde, es wird einen Ort geben, wo die Jugendlichen zusammenkommen, zusammen klönen, vielleicht auch unter Thematiken mal. Also Netflix und Chill-mäßig so. Nee, Netflix eher weniger. Also es ist schon so miteinander sprechen, auch Themen, die einen bewegen. Darf ich fragen, wie viele Geschlechter glauben Sie, gibt es? Ich denke, glaube, es sind mehr als zwei. Also mehr als zwei Geschlechter auf jeden Fall. Also Geschlechter, klar, sind definiert. Es gibt einen Mann, eine Frau im Grunde, aber ich glaube, die Identität ist einfach, gibt es mehr. Was zum Beispiel? Weil ich habe einmal eine bildliche Darstellung gesehen, oben Mann, unten Frau, irgendwie, ich glaube, ein Viertel. Ja klar, wenn Menschen in der, halt eben in ihrer Veränderung drin sind, dann hat man natürlich oben vielleicht keinen Busen, aber unten noch eine Scheide oder halt eben auch andersherum. Die Brust ist schon aufgebaut, aber der Penis ist noch da. Das sind halt eben dann die Veränderungen, die dann der Mensch dann auch so mit sich nimmt. Ich frage, wie viele Geschlechter glaubst du, gibt es? Oh, auf eine Art unendlich viele. Es gibt ja auch schon Formen von Trigender, also dass du mindestens sagst, du bist dreigeschlechtlich. Ah, dreigeschlechtlich gibt es auch mittlerweile. Genau, genau. Okay. Die Bezeichnung gibt es auch mittlerweile, ja. Kann ich mir auch aussuchen quasi, was ich bin? Du fühlst es halt. Also ist ja eigentlich so, du fühlst dich ja männlich, ja. Wann fühlt man sich so? Weil zum Beispiel, als Beispiel dumm gesagt. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Shirin David höre, fühle ich mich weiblich. Das heißt nichts, nein. Also nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sage, ich höre jetzt Bushido, dann fühle ich mich männlich. Und wenn ich jetzt Shirin David höre, dann fühle ich mich... Nein, du kannst genauso, wenn du Shirin David wenn du sie hörst, dass du ganz normal männlich bist. Also, kann ich hin und her wechseln, jetzt streng gesagt. So gesehen, ja, klar. Also hier habt ihr es, hier ist die Aufklärungsbroschüre. Ich fühle mich jetzt wie ein Weibchen. Keiner darf irgendwas sagen. Ich bin quasi eine Frau, ich bin ein Weibchen. Und jeder, der das sagt, ist quasi gegen die Politik, damit ihr es wisst. Aber ich will wie ein Mann behandelt werden, auch ganz wichtig. Kann ich auch einmal angefächert werden? Das ist hier jede Wahl. Das ist super. Sorry, sorry. Ich bin Gina. Gina, hast du irgendwelche Pronomen oder gehst du unter ganz normal? Sie, ihre. Sie, ihre. Also quasi die normalen. Oder ist es also nicht normal? Also normal sind alle Pronomen. Wie alt bist du? 23. 23? Okay, du siehst jünger aus. Echt? Darf man fragen, auf was du so stehst? Was deine Vorlieben sind? Ich bin queer. Ich habe mich eigentlich immer als lesbisch bezeichnet, aber ich schließe jetzt nicht irgendwie Menschen aus, die zum Beispiel nicht binär sind oder so. Kommt halt immer darauf an, wie die Person so vibe, ne? Also, ja. Was heißt quer oder queer? Queer heißt einfach nur nicht hetero. Also es ist quasi so ein Sammelbegriff fürs Nicht-Hetero-Sein einfach, ne? Also habe ich keine Chance bei dir. True. Also ich bin quasi, also weil ich also jetzt hetero geworden bin und mich hetero fühle, würdest du mich nicht daten? Yes. Ja, ich meine, einen schwulen Mann würde ich auch nicht daten, weil der würde mich ja nicht daten. Wisst ihr, was ich meine? Ja, true. So, Loki, true. Ja. Also du stehst quasi auf Schwule? Nein, auf mich. Dann steh auf Frauen. Ja, aber nee, rein prinzipiell würdest du Schwule daten, aber die stehen nicht auf dich. Hä? Hattest du schon eine Freundin auch? Ja, ich habe eine Freundin. Ja. Ah, du hast jetzt gerade eine Freundin? Ja. Jetzt ist es so, ne, meine Freundin ist klein, Asiatin, ich bin so groß und schwarz. Es ist halt so, wir fallen halt ein bisschen auf. Ja. Ne? Also, no racist an der Stelle. Nein, aber es ist ja so. Es ist so, wir fallen auf und dadurch kriegt man schon mal so ein paar komische Blicke oder sowas. Ja, ne? Würdest du jemanden canceln, der quasi dagegen ist? Ja. Safe? Period. Also, du bist quasi wirklich auch extrem gegen jeden, der da keine Akzeptanz sieht. Ja. Würdest du denken, dass ich dagegen bin? Ich weiß nicht, also ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was Hetero-Männer angeht, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber grundsätzlich wäre ich jetzt erstmal nicht davon ausgegangen, weil... Also ich bin gar nicht dagegen, aber halt, weil ich halt so ein bisschen südländisch aussehe, stellen mich viele so dar oder denken, dass ich so bin, obwohl ich da gar nicht bin. Was sagst du dazu, dass so viele auch, wie gesagt, in diese Schubladen reingestellt sind? Großes Problem, das ist ein Rassismusproblem, definitiv. Ich würde sagen, dass... Also gegen mich rassistisch quasi? Ja, das ist ein das ist anti-islamischer Rassismus, selbst wenn man, ich weiß nicht, ob du Moslem bist oder nicht. Alhamdulillah. Das ist ein Problem. Also das ist genauso wie das von mir erwartet wird, dass ich gut tanzen kann. Ich kann nicht gut tanzen, Bruder. Kannst du nicht gut tanzen? Nein, doch. Ja, also no racism, aber ich hätte es auch irgendwie bedenken können. Du siehst aus wie eine gute Tänzerin. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Was machst du gerade im Leben? Ich bin Polizistin. Oh nein, Verin, ich bin Polizistin. Also, wirklich vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ne? Und ACAB. Oh mein Gott. Oh, free time. So Freunde, ihr habt es gesehen, ehrlich, die Menschen sind top hier, ehrlich. Diskriminierung gerade, egal welche Form von Diskriminierung, also Rassismus, was weiß ich, gegen Quer, gegen Schwule, gegen wie auch immer, ist ein großes Thema.
Thema und ich finde es schön, dass die Leute, dass ich eine BVB-Hose, der ist mein Opa. Aber gucken wir mal, ja, was die Leute dazu sagen. Hier ist Krrr. So, Freunde, ihr habt wirklich viele verschiedene Meinungen, viele verschiedene Sichtweisen gesehen. Und jetzt unser letzter Gast, stell dich bitte vor. Hallo, mein Name ist Kevin, ich bin 34 Jahre alt und bin aus dem aktuellen Format Charming Boys. Charming Boys, sehr schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Zeit. Wie stehst du zu LGBTQ? Na gut, da ich ja selber gay oder sagen wir mal queer bin, ist es natürlich 100% meine Sache, die ich hier auslebe. Wie ist die Entwicklung von LGBTQ zu bewerten in den letzten Jahren? Also in Deutschland ist die Entwicklung wirklich sehr gewachsen, muss ich sagen. Es ist sehr groß geworden, aber ich muss sagen, in anderen Ländern fehlt da noch so einiges. Wie zum Beispiel in den Ostblockländern, wenn ich jetzt so sagen darf, da wird es ja noch als Straftat angesehen, es wird verhasst. Von daher denke ich mal, dass wir in Europa, in Mitteleuropa noch sehr viel zu tun haben, dass es nach außen streift. Ja, ja. Und wie denkst du, kann man das den Menschen so ein bisschen, ja, informativ rüberbringen? Ich finde, es sollte von der Pike auf schon akzeptiert werden. Dass es in der Grundschule, von mir aus auch im Kindergarten schon Themen gibt, die da wirklich einbeflossen werden, was LGBTQ überhaupt ist, wozu es steht. Und es kann ja auch immer sein, dass viele bunte Regenbogenfamilien gibt, die sich auch integrieren möchten. Von daher finde ich es ganz wichtig, dass es von der Pike auf schon in die Akzeptanz reingebracht wird. Bist du der Meinung, es gibt mehr als zwei Geschlechter? Natürlich gibt es mehr als zwei Geschlechter. Period. Biologisch gibt es nur zwei Geschlechter. Was sagst du dazu? Natürlich, also biologisch gibt es natürlich nur zwei Geschlechter. Mhm. Ne? Aber es gibt ja auch viele Tierarten, die ihr Geschlecht von Minute zu Minute ändern können. Wie der westafrikanische Frosch zum Beispiel. Der kann sein Geschlecht ändern, wie er gerade Lust und Laune hat. Ist einfach ein buntes Tier, was viel Vielfalt reinbringt. Wann hast du für dich erkannt, dass du ja anders bist als die anderen? Also ich bin ganz ehrlich, ich musste mich eigentlich nie großartig outen. Das lag ja schon immer auf der Hand, dass ich anders bin. Und meine Mutter hat zu mir immer gesagt, ich wollte dich so haben, ich habe dich quasi so erzogen. Sie hat mich schon als kleiner Junge immer die Fingernägel lackiert, sie hat mich gern verkleidet. Würdest du sagen, dass man sich auch als Tier identifizieren kann? Als Tier identifizieren kann? Ja, dass zum Beispiel Menschen sich eine Hundemaske anziehen und auch wie ein Hund dann quasi sich befühlen und irgendwie damit rumlaufen. Also sie sagen quasi, ich bin ein Hund. Ja, gibt's auch. Ich hatte letztens da tatsächlich ein Gespräch mit jemandem, der eine Hundemaske anhatte. Er hat selbst gesagt, dass er sich als Hund sieht. Er mag gerne Kuscheln halten, er möchte gerne Befehle befolgen. Er sieht sich halt als Hund. Sowas gibt's halt auch, meine Güte. Aber da frage ich mich, also wie ist das möglich? Ist es wirklich ein Gefühl quasi von Geburt aus, dass man sich so fühlt? Das ist einfach ein Trieb, das ist eine sexuelle Leidenschaft, die man auslebt. Ne? Weil man halt sich als Hund fühlt, so als Hund gerne bezeichnet. Doggy-Stellung macht. Das auch. Du kennst dich ja gut aus. Ja, natürlich. Bist du auch ein Hund oder was? Nee, aber ich bin gerne ein Doggy unterwegs. Ein Hamster? Nee, gar nicht. Nee, ich hatte mal einen Hund, aber der wird überfahren. Das erklärt ja einiges. Also du sagst quasi, der Fetisch ist, dass Leute sich als Hund identifizieren, genau, und auch wie Hunde behandelt werden, genau, möchten. Genau, das ist ein Fetisch. Okay, würdest Puppy du... Puppy heißt das. Wie heißt das? Puppy. Puppy, also Englisch, also viele, Hund. Genau, Welpe. Viele sehen sich ja gerne als Welpe, viele sehen sich gerne als normaler Hund, sage ich jetzt mal. Also es gibt, ich bin jetzt auch nicht so ganz drin in dem Thema. Mhm. Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, weil es mich halt auch mal interessiert hat. Seit wie vielen Jahren, denkst du, ist das Ganze so? No. Also im Sinne von, ich glaube, erstmal prägnant für mich ist es geworden seit Corona, dass es die ganze LGBTQ-Szene gibt. Ach, und dass so, es so nein, groß das, geworden ist. Nein, Gott, das gibt schon viel früher. Also ich bin ja auch schon 34, auch wenn es nicht so aussieht. Du hast dich echt jung gehalten, also wenn ich das mal sagen darf. Wie alt bist du denn? 21. Oh, du hast mehr Falten als ich, siehst du mal. Es ist tatsächlich so, es gibt ja auch Frauen, die sich als Katze fühlen. Warum darf es dann keine Männer geben, die sich als Hunde fühlen? Das ist sogar low-key irgendwie sexy, wenn Frauen irgendwie im Katzenkostüm sind. Ist es für die heterosexuelle Norm schon wieder sexy, ja, aber die andere Seite ist natürlich wieder anders belegt. Stimmt, boah, so habe ich gar nicht gedacht. Warum darf das denn dann nicht so sein? Ey, das war echt super mit dir. Vielen, ja, vielen Dank für diese ganze auch informative Auslegung. Happy Pride kann ich nur sagen. Seid, wie ihr seid, lebt, wie ihr seid. Lasst euch von keinem irgendetwas sagen. Lebt euer Leben aus, denn ihr habt nur das eine. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wirklich viel gelernt, ja, wie die ganzen Menschen zu den ganzen Sachen stehen. Wie gesagt, bitte bleibt respektvoll und anständig in den Kommentaren. Ich will keinen Hate lesen. Ich will nichts Schlimmes lesen. Ich hatte auch wirklich gar keine böse Intention dabei. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt was Schönes in die Kommentare. Und Entschuldigung, können wir dich für ein Wort haben? Bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer, Freunde, ihr kennt das. Unser Lieblingswort. Barca.